Hey meine lieben Freunde, große Veränderungen stehen an und welche das genau sind, erfahrt ihr jetzt in den Channel News. Ich weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder, das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Hübi in den Channel News. Oh, da würde ich es auch gucken, genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Hübis YouTube-Channel jeden Sonntag, Samstag, Montag in den Channel News. Schaut an! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe der Channel News am Montag. Dem Format, in dem es alle Infos gibt, die jeder auf dem Kanal wissen will und das sich dann trotzdem keiner anguckt, um dann im Livestream-Chat blöde Fragen zu stellen. Schön, dass ihr wieder da seid. Es wird einfach ein Meme. Es wird einfach ein Meme, dass ich in den Channel News so alles raushaue, was jeder wissen will und dann guckt sich's ja am Ende keiner an. Spaß beiseite. Der Frühling kommt langsam nach Deutschland. So Stück für Stück schleicht er sich so langsam rein. Die Minusgrade sieht man immer seltener und immer mehr geht es auch manchmal schon in den zweistelligen Temperaturbereich und die Welt blüht auf und ich liebe das Frühlingsgefühl. Also gerade so diese Übergangsjahreszeiten, also Frühling und Herbst liebe ich ja sowieso. Den Herbst noch ein Ticken mehr, weil die Farben da schöner sind. Aber der Frühling hat halt diesen Bonus, dass es halt immer wärmer wird und man aus dieser kalten Winterzeit kommt. Und der ist halt so vom Feeling her geiler, aber der Herbst ist optisch schöner. Anderes Thema. Auf jeden Fall, der Frühling ist bei mir immer eine Zeit, in der auch bei mir viele Veränderungen anstehen. Meistens auch Verbesserungen. Also gerade wenn ich jetzt so die letzten Jahre zurückschaue auf meinem Kanal, gibt es immer so vier Phasen, die so ein bisschen an die Jahreszeiten gekoppelt sind. Der Wind, also fangen wir an. Der Frühling, sagen wir mal so von März bis Mai, ist immer so eine übelste Aufblühphase. So, da bringe ich Sachen auf Vordermann, da kommen mir geile Ideen, da bin ich so, da geht es einfach straight forward. Also im Frühling passieren oftmals richtig geile Sachen. Der Sommer ist immer so eine Durststrecke, die immer so Ups und Downs hat. Im Sommer ist man viel draußen, die Leute gucken nicht so viel YouTube, die Zahlen sind nicht so nice. Aber die Videos sind trotzdem eigentlich immer recht geil, weil dieser Sommervibe eigentlich immer recht cool rüberkommt. Aber manchmal ist es auch sehr schwer, im Sommer regelmäßig zu produzieren, eben weil man erstens selber gerne draußen wäre und zweitens die Leute sowieso nicht so viel gucken, weil sie selber viel draußen sind. Man schleppt sich dann so ein bisschen so durch den Sommer, der hat aber halt privat halt auch viel, viel Geiles, aber das ist so ein Up and Down emotional der Sommer. Dann kommt der Herbst, das ist wieder so ein bisschen so ein aus dem Sommer rauskommen, so jetzt ist langsam wieder kuscheliger, man fängt an wieder Hoodies zu tragen und ja, fängt auch wieder an ein bisschen cooleren Content zu produzieren, weil man sich so durch diese heiße Sommerphase geschleppt hat, wo man schwitzend vor dem PC saß. Dann geht's so auf den Winter zu, ne, bis Dezember, da fährt dann der Kanal nochmal böse hoch, die ganzen coolen Videospiele kommen raus. Hübi Charity ist sowieso krassester Abschluss des Jahres. Man hat die Weihnachts- und Silvesterzeit. So als YouTuber ist so die Zeit von Oktober bis Dezember wahrscheinlich so die krasseste. Und dann kommt Januar, Februar, das wir jetzt hat, ne? Wo dann dieser Monster-Hype vom Dezember abflacht, 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 abflacht. Und man so langsam einfach keinen Bock mehr auf die kalte Jahreszeit hat. So Ende Februar hat man meistens so, als YouTuber zumindest ich, so sein emotionalstes Tief. Ne? Und dann kommt langsam der März, wo man sich wieder aufschüttelt und sagt, Alter, okay, zwei Monate lang war es jetzt genug, ist es jetzt genug nach unten gegangen, so jetzt geht's wieder los, ne, und dann beginnt der Zyklus wieder von vorne und wir finden uns jetzt wieder in Aufschwung und ich merke das auch jetzt wieder, dass mir einfach super viele Ideen kommen. Das ist natürlich auch viel mit privaten Dingen gekoppelt, ich hab's im Stream erwähnt, dadurch, dass ich letzte Woche bei Alina war, war ich einfach nicht örtlich hier daheim und sobald man nicht daheim ist, kann man viel freier denken, weil man so ein bisschen losgelöst von seiner gewohnten Umgebung ist, was immer sehr, sehr gut ist für kreative Gedanken, ja. Und ich habe den Entschluss gefasst, dass es mal wieder an der Zeit ist, ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen Dinge zu verbessern und ein paar neue Dinge zu probieren. Und was das ist, das erzähle ich euch jetzt. Das geht über YouTube und ins private Umfeld, also das betrifft so eigentlich mein ganzes Leben. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem privaten Bereich an. Da ist es nämlich relativ fix gemacht, wobei, naja, privat und YouTube ist ja bei mir so ein bisschen so eine Ebene. Ich werde diese Woche einiges auf Vordermann bringen, so polieren, verbessern, wie auch immer man das sagen will. Ich werde mich diese Woche daran setzen, meinen PC hier neu aufzusetzen. Ich habe da böse Angst vor, weil mein PC mittlerweile so unordentlich ist, allein schon, wenn ich meine Desktops hier angucke, dass ich so Angst habe, irgendwelche Dinge zu verlieren, irgendwelche Dateien zu verlieren, die ich noch irgendwann brauche. Aber was soll's, mein PC macht immer mehr Faxen, er macht immer häufiger irgendwelche Dinge, die er nicht tun soll.
Und ich meine, ich habe den jetzt seit Anfang 2019. Und ja, das sind jetzt dann auch schon gute 2 Jahre. Und ich habe ihn in der Zeit nie auch nur ansatzweise aufgeräumt oder so. Und nachdem ich eigentlich alle meine wichtigen Daten mittlerweile in der Cloud liegen habe, denke ich, wage ich den Schritt mal, hier ein bisschen aufzuräumen. Ich muss dann mir auf jeden Fall noch viel Zeit nehmen, so meinen ganzen PC mal durchzugucken. Ne? Nicht, dass ich doch noch auszusehen was lösche, was ich brauche. Aber prinzipiell werde ich diese Woche mal meinen PC komplett auf Vordermann bringen. Ne? Wieder schön machen. So ein PC aufräumen ist wie ein Zimmer aufräumen. Da macht man sich wieder schöne Desktop-Hintergründe, legt sich neue Ordnerstrukturen an, holt sich vielleicht noch so ein paar Gadgets, die einem anzeigen, keine Ahnung, wie hoch die CPU-Auslastung ist. Ne, macht alles so ein bisschen schön, man kann ja den PC-Desktop auch dekorieren, so blöd das klingt. Und das werde ich diese Woche auf jeden Fall mal machen, weil dickes Danke an meine Mom. Die hat hier mein komplettes Studio in der Zeit, wo ich nicht daheim war, auf Vordermann gebracht. Die hat hier geputzt und aufgeräumt und insane. Ich kam hier rein, nachdem ich eine Zeit lang hier weg war und dachte mir, Alter, wie schön ist das hier, unfassbar. Und ja, dann bringe ich jetzt auch meinen PC auf Vordermann und meine Wohnung ist sowieso eigentlich relativ sauber. Die habe ich vor meiner Abreise, bevor ich da über eine Woche zu Alena gefahren bin, habe ich die eigentlich ziemlich auf Vordermann gebracht. Dementsprechend, da steht nicht viel an, aber dann ist so mein PC, mein Studio und meine Wohnung wieder schön clean und sauber und dann, ja, habe ich da einfach ein gutes Arbeitsumfeld. Dann werde ich mein Zimmer bei mir daheim, also nicht das Studio, sondern mein altes Arbeitszimmer, auch langsam auf Vordermann bringen. Denn mich besuchen ja immer wieder Leute, die auch selber YouTube machen oder streamen, ne? Alina streamt selber. David kommt ab und zu gerne zu Besuch. Der muss natürlich auch sein YouTube-Content machen. Und prinzipiell, wenn jemand da ist, der einfach vielleicht auch ein bisschen Homeoffice machen kann oder mobil arbeiten kann, ist es schön, ein Arbeitszimmer zu haben. Und nachdem mein Internet daheim jetzt eigentlich auch wieder ziemlich funktionsfähig ist, kann ich auch überlegen, dass ich vielleicht ab und zu mal so einen spontanen Twitch-Stream eben von daheim mache. Oder mal einen Kochstream und so weiter. Also, dass mein Internet daheim geht, ermöglicht mir noch viel mehr Möglichkeiten, die ich jetzt noch gar nicht im Schädel habe. Aber das muss ich auch mal wieder, sag ich mal, auf Vordermann bringen. Das war halt so eine halbe Abstellkammer gefühlt. Klar stand auch mein Schreibtisch, meine Sachen, aber da lag auch super viel UI-Stuff rum. Und ne, das muss ich auch mal wieder auf Vordermann bringen und dann auch ein bisschen neues Equipment bestellen. Ich meine, ich werde da kein Monsterstudio reinbauen, aber ja, bisschen Belichtung braucht man, gutes Mikrofon und da es ja auch ein Stehschreibtisch ist, brauche ich Kabel, die lang genug sind, dass man auch im Stehen arbeiten kann und Stative für Kameras. Also ich habe davor, so ein richtig cooles, kleines Mini-Streaming-Studio reinzubauen. Ne? Ich werde dann vielleicht darüber liegen, mir die Wände zu streichen, mal ein paar neue Möbel reinzutun und so weiter. Also ich habe vor, mein altes Arbeitszimmer in so eine kleine Streaming-Lounge umzuwandeln, ne, die wirklich hauptsächlich auf Streaming ausgelegt ist. Nicht jetzt aufs Video-Recorden, aber könnte man auch, aber dann habe ich da für Gäste eine Möglichkeit, dass sie streamen können und ich kann auch mal spontan von daheim streamen. Aber da muss ich mir auch erstmal einen Plan machen, was ich da überhaupt für Equipment will und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall auch diese Woche tun und dann, wenn, sag ich mal, irgendjemand hier ist, der Lust hat, mir da zu helfen, dann werden wir das Streaming, das Arbeitszimmer damals in eine kleine Streaming-Lounge umwandeln. Auch vielleicht mit einem coolen Sitzsack und wie gesagt, die Wände streichen und so weiter. Ich habe da ein paar coole Ideen. Mal gucken, wie wir das umgesetzt bekommen. Das ist auf jeden Fall Punkt 2. Punkt 3 ist, ich möchte auch mein Kanaldesign wieder so ein bisschen auf Vordermann bringen. Das umfasst viele Punkte. Ich habe das Gefühl, es wird langsam wieder Zeit für ein neues Profilbild und für einen neuen Kanalbanner. Das ist relativ schnell gemacht, aber da habe ich auf jeden Fall Lust zu. Dann möchte ich jetzt endlich diesen Punkt angehen, dass auch Twitch ein gescheites Streaming-Layout bekommt. Ich habe das ja schon ein paar Mal angefangen, aber nie so wirklich durchgezogen. Aber ich bin so zufrieden mit meinem Streaming-Layout, wie ich es hier auf YouTube habe. Und ich meine, das ist jetzt schon bald über ein Jahr alt und ist einfach, außer dass ich mal kurz die Farbe von grün auf orange geändert habe, komplett gleich geblieben und ich finde es immer noch insane. Und ich möchte sowas ähnliches jetzt endlich mal für Twitch haben, weil Twitch ja doch langsam größer wird und ich jetzt einfach so, es belastet mich ja auch selber, dass ich nicht mal eben sage, okay, jetzt reacten wir auf was, jetzt zocken wir was, jetzt gehen wir auf Just Chatting, weil ich muss dann immer so manuell meine Kamera verschieben und Sachen, das ist so, ich meine, es hat auch seinen Charme, wenn das so ein bisschen amateurhaft ist, aber es nervt auch irgendwann auf gute Dauer. So, okay, wir reacten auf was, oh shit, ich habe gar keine Szene, wo ich irgendwie gut YouTube-Videos angucken kann. Da muss ich es zusammenbauen. Das ist super nervig. Werde ich auf jeden Fall, auch wenn ich es zeitlich noch schaffe, diese Woche machen. Aber ich weiß von meinem letzten Mal, also als ich das letzte Mal mein Streaming-Setup überarbeitet habe, dass das ziemlich aufwendig ist. Also ein gescheites Streaming-Layout bauen hat mich letztes Mal, glaube ich, ja, bestimmt eine Woche oder so gebraucht, wo ich jeden Tag ein paar Stunden dran gearbeitet habe. Also das ist ein größerer Punkt. Das werde ich wahrscheinlich nicht direkt diese Woche schaffen. Aber auch da werde ich mir meinen Plan machen.
Ne, und vielleicht überlege ich mir auch, ob ich mir vielleicht irgendwie so ein kleines Thumbnail-Design wieder überlege. Ne, nicht wieder so dick mit Rahmen und was weiß ich, aber vielleicht eine neue Schriftart raussuchen und vielleicht irgendwie so ein, zwei Merkmale sich überlegen, die so auf jedem Thumbnail enthalten sind, egal um was es geht. So. Also, ne, ich möchte so ein bisschen wieder so, ne, ja, aufräumen, renovieren, verbessern, so in die Richtung. Mein Twitch, mein PC, mein Streamingzimmer daheim, meine Thumbnails, mein Kanaldesign, so alles in die Richtung. Das sind alles so Dinge, die ich machen will. Ne? Jetzt bin ich nicht auf mein privates eingegangen. Ich sagte doch eigentlich, ich wollte auf mein Privatleben eingegangen, jetzt habe ich über YouTube geredet. Ja, scheiß drauf. Das ist auf jeden Fall der Punkt. Was ich aber auch noch machen will, und da kommt jetzt auch HübiFit so ein bisschen rein. Ich hoffe, Corona macht mir hier keinen Strich durch die Rechnung. Aber normalerweise, wenn man diesem 5-Stufen-Plan der Regierung Glauben schenken darf, dass die sich daran halten, dann wird in 2 Wochen, am 22. März, werden die Fitnessstudios wieder aufmachen. Mit Sicherheit, mit Auflagen und so weiter. Aber ich habe in dem Stream erst letztens drüber geredet und auch letzte Woche war HübiFit ein großes Thema. Ich tue mir so schwer, daheim Sport zu machen. Also, ich kann mich zwar dazu zwingen, aber es gibt mir null Erfüllung. Und das liegt nicht dran, weil mir Sport machen keinen Spaß macht, sondern ich bin so viel daheim und ich bin so viel am Schreibtisch und einfach in meinen 4 Wänden, ne, dazu zähle ich jetzt einfach das Studio dazu, ich will da nicht auch noch Sport machen. Ich krieg das mental nicht hin. Wie gesagt, ich kann mich dazu zwingen, aber ich spüre null Erfüllung dabei und das ist nicht langlebig. Aber wenn jetzt am 22. März hoffentlich die Fitnessstudios wieder aufmachen, da möchte ich wieder meinen 3-Monats-Trainingsplan durchziehen. Ich habe ja Ende 2019 habe ich ja 3 Monate lang die Boss-Transformation von Kollega gemacht und die ging ja auch 3 Monate und die Erfolge waren insane. Und jetzt möchte ich wieder einen neuen 3-Monats-Trainingsplan, den ich auch schon länger auf meiner Festplatte rumliegen habe, auch noch durchziehen. Und mein Ziel für HübiFit war es ja, in der ersten Jahreshälfte 2021 so alles so ein bisschen zu verbessern. Und mit all meinen HübiFit-Sachen, die ich auf meiner Gewohnheitsliste stehen habe, bin ich übel cool, solange sie nichts mit Sport zu tun haben. Das Lesen ist geil, diese Haushaltstage Mittwoch und Samstag waren das Beste, was ich jemals mit HübiFit hätte machen können. So, ich habe seitdem keine unordentliche Wohnung mehr gehabt und auch nicht mehr so einen Berg an Abwasch, den ich erledigen muss. Und auch, ich achte mehr auf meine Instagram-Stories und also prinzipiell alles, was ich auf meinen HübiFit-Plan schreibe, was nichts mit Sport zu tun hat, ist insane. Und alles, was mit Sport zu tun hat, ist einfach nur so, Bruder, kein Bock. Aber wie gesagt, nicht, weil ich keinen Sport machen will, sondern weil ich es hasse, daheim Sport zu machen. Ne? Deshalb die Hoffnung, dass ich ab dem 22. dann diesen 3-Monats-Plan machen kann, dass ich dann einfach dann Ende Juni einfach Adonis bin. Ich werde nicht Adonis sein, in 3 Monaten wirst du nicht Adonis, aber allein wenn ich die Form von Dezember 2019 wieder herbekomme, das wäre halt sick, weil letztes Mal war es halt dann Dezember und man steht eh nur daheim und es war Weihnachten, man hat sich vollgefressen, aber dann wäre es halt einfach Hochsommer. Und wer weiß, wie die Corona-Lage dann ist, in 3 Monaten ist sie dann hoffentlich ein bisschen besser als jetzt. Und dann bist du einfach so eine Maschine. Ich meine, aktuell bin ich keine Maschine. Hoffentlich habe ich auch deine Tattoos wieder. Na, die deutschen, zu den Tattoos komme ich gleich noch. Ja, dann bist du einfach so eine Maschine, hast einfach einen geil tätowierten Arm und eine tätowierte Brust und dann steppst du einfach an den Baggersee und sagst, hallo, ich bin der geilste Typ auf diesem Planeten. So, das ist halt so ein bisschen mein Plan, aber das steht und fällt halt mit der Corona-Entwicklung. Das ist so, wackelig, so kann sein, aber wenn, ich sag mal, ich bis Ende März nicht ins Fitnessstudio komme, dann brauche ich irgendeinen Ersatzplan, aber aktuell plane ich mal damit, dass ich ab dem 22. täglich ins Fitnessstudio gehe und jetzt profitiere ich auch wieder von meiner Selbstständigkeit, ich kann dann schön immer vormittags gehen, so. Das ist halt geil, da ist nicht viel los, ich komme an alle meine Geräte ran, krieg dann eine gute Routine in meinen Alltag, wenn ich jeden Morgen ins Fitnessstudio gehe. Das ist halt insane. Also ich hoffe, das funktioniert halt. Und das ist halt so ein bisschen mein Plan. So in den nächsten 2 Wochen dann so alles auf Vordermann bringen. Ich habe auch echt coole Projektideen, die ich jetzt dann die nächsten Wochen umsetzen will. Sowohl Videoform als auch Livestreaming. So richtig geile Sachen, so richtig fette Projekte, wo wir hoffentlich am Ende des Jahres sagen, Alter, das waren krasse Projekte, die wir durchgezogen haben. Und ne, ihr merkt, ich stecke gerade voller Energie und ich genieße es voll und da haben mir auch sehr die Kommentare unter dem 6-Jahre-Special geholfen. Auch wenn das Video jetzt kein Banger war, was irgendwie, wie soll ich sagen, die Klicks oder so weiter angeht, das ist gar kein Problem, weil ich eh merke, dass ich ein bisschen zu viel in letzter Zeit auf Zahlen geachtet habe, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe das Video gemacht und ich wusste beim Erstellen schon, dass das wird kein Banger oder so, aber die Kommentare, holy shit. Ich hätte jeden von euch umarmen können. Das waren so, so coole Kommentare, die mir so einen krassen Push gegeben haben. Wirklich so. Das war so,
heftig, was ich da für Leute habe, die meine Videos verfolgen. So ein Feeling war das. Und das hat mir auch nochmal so gut getan. Und ich habe einfach so Lust, so einfach besser zu werden und voranzuschreiten und wieder mehr solcher Videos zu machen. Und ich stehe gerade so in meinem Saft und ich spüre einfach, wie sich gerade hier so böse Energie aufbaut. Und die möchte ich entladen und einfach alles, was ich tue, wie ich es auch schon seit 6 Jahren mache, nehme ich euch einfach mit. Ich werde euch erzählen, was ich tue. Ich erzähle euch, ob was funktioniert oder nicht. Ja, und ich muss auch einfach da mir ehrlich eingestehen, Sport daheim machen im Rahmen von Nübifit hat einfach nicht funktioniert. Muss ich ehrlich zu mir sein, ich krieg's nicht hin. Ich brauche eine Sporthalle, ich brauche ein Fitnessstudio, ich brauche irgendwas, was nicht daheim ist, wo ich mich ausschließlich auf Sport konzentrieren kann. Ich darf ja nicht mal in die Sporthalle. Man darf nicht mal als Einzelperson ich darf nicht alleine die Sporthalle betreten. Die ist zu, die ist hermetisch abgeriegelt. Kommst du nicht rein und das ist so, ah. Aber egal. Eine Sache noch, die ich zu den Tattoos sagen wollte, da machen wir Schluss für heute. Eigentlich, also mein Tattoo-Arm ist ja lange noch nicht fertig. Also ich wollte ja eigentlich den komplett tätowiert haben und das auch noch bis hier auf die Brust. Alle Tattoo-Studios in Deutschland machen auf, außer in Bayern. Ja, well, ne? Stabil. Mein Tätowierer meinte, vielleicht nächste Woche dürfen die in Bayern aufmachen. Ich hoffe es. Wir werden drauf achten, aber ansonsten, ja, ne? Das ist noch so ein weiterer Punkt, der zur Renovierung und zum, wie soll ich sagen, Verbesserungsplan dazugehört, dass ich auch diesen Tattoo-Armer fertig bekomme und am Mittwoch habe ich meinen Friseurtermin, wo ich mir auch nochmal eine neue Frisur zulege, ne? Ich probiere was Neues. Aktuell bin ich ja wirklich, keine Ahnung, also wir haben gestern im Stream ein paar Faxen mit meinen Haaren gemacht. Ich bin wirklich Tarzan, also fühle ich mich und am Mittwoch werde ich eine neue Frisur probieren. Also ihr merkt, ich versuche mich an allen Ecken und Enden zu verbessern und aufzupolieren und zu renovieren und ich werde euch mitteilen, ob mein Plan aufgeht oder nicht. So sieht's aber auf jeden Fall aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören und jetzt bis zum nächsten Mal in den Channel News. Euch eine erfolgreiche Woche. Folgt mir auf Instagram. Ich werde da aktiver sein. I give my best. Haut rein. Euer Hübi.